Ein heute glückliches Paar. In Bad Pyrmont ist Manuela und Christian van Bebbern der Neustart gelungen. Hier wollen die Leiterin einer Backstube und der Heizungsbauer nun ihr Eheleben genießen. Ohne das Getuschel und die abschätzigen Blicke, die sie in ihrem Heimatort ertragen mussten. War immer wie Beobachtung, ne? Bis aus dem Haus gegangen, da gucken sie schon direkt aus dem Fenster. Was machen sie jetzt schon wieder? Ne? Ja, das sowas. War wirklich schlimm. Und hier? Gut, das ist hier gar nicht. Nee. Das interessiert keinen. Wir sind hier so für uns, und, aber mit allen zusammen irgendwie. Wie gesagt, die haben uns hier so super aufgenommen. Wirklich, also ein ganz tolles Örtchen hier, wo wir hingezogen sind. Es war der Umgang ihrer Verwandten und Freunde mit ihrem Altersunterschied, der sie aus dem Harz vertrieben hat. Der Mann 22 und die Frau 50, das geht gar nicht, fanden dort viele und haben es die beiden spüren lassen. Nun werkeln sie hier an ihrem neuen Zuhause und ihrer Zukunft. Rückblende. Vor gut einem Jahr melden sich Manuela und Christian beim Sat.1 Frühstücksfernsehen, um zu zeigen, wir sind ein glückliches Paar, auch wenn wir gesellschaftlich belächelt werden. Denn in ihrer Heimat fühlen sie sich nicht wohl. Ja, die gucken, stupsen ihre Leute an oder ihren Partner, Freundin. Und guck mal hier, da. Hast du schon gesehen? Wie kannst du nur? Könnte deine Mutter sein und Familie ist sowieso zurückgegangen. Die kommen damit alle nicht klar. Die wollen das alles so nicht wahrhaben. Das war vor 3 Jahren. Schließlich heiraten die beiden gegen alle Widerstände. Und die Beschimpfungen schweißen Manuela und Christian noch enger zusammen. Und dieses Paar mit ähnlichem Altersunterschied im US-amerikanischen Georgia geht dann noch einen Schritt weiter. Hello, I'm back. Und zwar in die Öffentlichkeit via Social Media. Vor 2 Wochen haben die 17-fache Oma Cheryl und der 24-jährige Kuran ihre Hochzeit live auf TikTok gestreamt. Nun posten sie außer Tanz- und Knutschvideos auch noch Teile ihres Sexlebens auf einem kostenpflichtigen Portal. Wir bitten Manuela und Christian um ihre Einschätzung dazu. Ich finde es auch eigentlich ganz okay, muss ich sagen, dass die so mit offen umgehen, finde ich auch ganz toll. Aber ich finde das in vielen Richtungen dann auch zu weit, ne? Dass sie dann zu weit mit ihren persönlichen Sachen da so ins Internet gehen, ob das dann immer so richtig ist oder ob das dann nicht so eher so ein Eindruck entfällt, so als würde ich dann versuchen, das zu vermarkten. Ne? Mein Bettleben oder was ich im Schlafzimmer mache oder so, ne? Dass ich das so weit ausatmen muss. Ehrlichkeit steht für das Paar an erster Stelle. Aber genau sie ist es, die von vielen angezweifelt wird. Insbesondere, wenn der Mann viel jünger ist. Wie sieht das Experte Rolf Schmiel? Es gibt eine Menge junge Männer, die tatsächlich von älteren Frauen fasziniert sind. Das ist häufig dann eine Mischung aus der Erfahrung, die sie ausstrahlen und vielleicht auch der Hoffnung, dass sie durch die gemeinsame Begegnung der Welt der Sinnlichkeit tatsächlich von diesen älteren Frauen etwas lernen können. Und wenn ältere Frauen mit jüngeren Männern auftreten, dann löst das leider immer noch ein Stirnrunzeln aus, weil man es so selten sieht. Aber es ist einfach nur eins in die Ecke schieben, dass man sich denkt, die will einfach nur Spaß haben. Ja klar, sie soll auch Spaß haben. Also eine Beziehung, die nicht Spaß macht, ist ja per se unsinnig. Genauso sehen das die Van Bebberns auch und blicken voller Zuversicht in ihre gemeinsame Zukunft. Und nein, wenn Emanuela hier füttert, ist das für Christian keine Übung für die etwaige spätere Pflege seiner Frau. Manchmal sind es so bei mir so Tage, wo ich dann so denke, oh Mann, ne? Warum tue ich ihm das an? Ne? So, oh, der muss mich vielleicht mal pflegen oder irgendwas. Aber das wusste er vorher. Ne? Und so tanzen sie also glücklich gemeinsam in die Zukunft. Motto? Na, und,